Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin tatsächlich noch ein echter Ostpreuße und zwar einen Tag vor seinem Vater geboren, am 4. März, allerdings 4 Jahre später, 1943. Im Januar 2010 trat die österreichische Landschaft an mich heran, ob ich nicht bereit wäre, in Wien einen Vortrag zu halten über Ostpreußen, über die Tragödie und das Martyrium Ostpreußens. Das habe ich gerne gemacht und der Vortrag hat so eine gute Resonanz gefunden, dass ich dann gebeten wurde, dann ein Heftchen hier für die Eckartschrift zu schreiben. Bei der Gelegenheit habe ich den Vortrag erweitert und die Geschichte mit eingebaut und daher der Begriff das Mysterium Ostpreußens. Und es ist tatsächlich ein Mysterium, wenn man sich mal in die Vergangenheit zurückversetzt. Die meisten gehen ja davon aus, dass Europa, so wie es heute aussieht, immer gewesen ist, dass die Erde statisch ist. Die ganzen politischen Bemühungen heute gehen ja darauf hin, Ist-Zustände zu perpetuieren. Das Klima, das Wetter, das hat man noch außen vor gelassen. Aber wenn man mal aus der Naturwissenschaft herauskommt und die Erdgeschichte sich selbst ansieht, so ist die natürlich wesentlich variabler. Und man stellt fest, die Erde ist kein starrer Körper, sondern ein lebendiger Körper. Die Kontinente wandern, die verschieben sich, Kontinentaldriften. Und vor 100.000 Jahren oder 200.000 oder für Millionen Jahren hat natürlich alles hier viel anders ausgesehen. Da waren die Schweizer Jura, die jetzt 1.500 Meter aus dem Meer herausragen, die waren Meer, das sind ja Kalkschalen, die von Seetieren abgelagert worden sind, ähnlich wie die Schwäbische Alb und dergleichen mehr. In Ostpreußen vor 50 Millionen Jahren müssen da Wälder gewachsen sein. Ostpreußen gab es mit Sicherheit nicht, die Samelandküste auch nicht, denn wenn es die gegeben hätte, die hätte nie die vielen Eiszeiten überlebt, die ganzen Erdverschiebungen, die da stattgefunden haben, dergleichen mehr. Es ist also eine hochinteressante Geschichte und die Frage geht letztendlich dahin, woher kamen die Russen? Wer sind die Russen? Und da gibt es ja zwei divergierende Meinungen. Die eine Meinung wird von den baltischen Staaten vertreten. Ich hatte damals bei der Abfassung dieser Eckartschrift ein Buch von Maria Gimbutas über die Geschichte der Balten zugrunde liegen und mittlerweile habe ich auch festgestellt bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag heute, wenn man mal sich auf Wikipedia verlässt und glaubt, dass da alles richtig sei, was da steht, dann und man weiß es aus anderen Quellen anders, ich will nicht sagen besser, dann stellt man doch fest, dass hier wahnsinnig viel manipuliert wird. Im aktuellen Wikipedia unter den Balten sind die Russen gar nicht mehr aufgeführt. Da sind nur noch die Litauer, die Letten und die Esten. Und das ist dann schon bedenklich. Und ein weiterer Glücksfall, und darauf möchte ich mich heute etwas konzentrieren, ich hatte ja schon den Begriff Bernstein gesagt, ich will mich mit den Bernsteinen etwas intensiver befassen hier. Und da ist mir unlängst ein Buch in die Hände gefallen, und zwar, das nennt sich die Bernsteinstraße. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist entstanden, und zwar vom ZDF publiziert worden, entstanden aus einer Fernsehserie, die im ZDF ausgestrahlt worden ist, und zwar am 14. und am 21., eine zweiteilige Serie, Oktober des Jahres 2012. Ich habe die Serie nicht gesehen und war aber allerdings erstaunt, wie viel neue wissenschaftliche Kenntnisse durch archäologische Grabungen mittlerweile ans Tageslicht gekommen sind. Lassen Sie mich aus diesem Buch einige Kapitel, nicht Kapitel, sondern einige Sätze, Zeilen vorlesen, damit Sie ein Gefühl bekommen, wie man die Geschichte auch erschließt und welchen großen Anteil die Archäologie da hat. Denn viele andere Quellen geben nichts her, wenn man hier in das Konkrete einsteigen will. Ich lese mal kurz vor. Seltsames begab sich im frühen Europa. Keine Schriften zeugen davon,
doch die Archäologen präsentieren Beweise. Die Bronzezeit im Herzen Europas, grob vor 4.000 bis 3.000 Jahren, kannte keine Hieroglyphen wie in Ägypten, keine Keilschrift wie im Vorderen Orient. Aber wie in einem Tagebuch der Antike enthüllen Funde und Befunde Unglaubliches. Eine neue Zeit war angebrochen, eine aufregende Zeit. Ein unbekanntes Metall eroberte die Welt, leichter zu schmieden und doch widerstandsfähiger und härter als alles, was die Menschen bisher gesehen hatten. Die Legierung aus Kupfer und Zinn, meistens 90% zu 10%, gab einer ganzen Epoche zwischen der Steinzeit und der Eisenzeit ihren Namen. Das Wundermetall war geschmeidig, hart, recycelbar. Der Trojanische Krieg wurde mit Bronzeschwertern geführt. Fürsten und Pharaonen ließen sich mit Gold und Bronzen begraben als Ausstattung für das Jenseits. Die Welt gierte nach dem neuen Werkstoff wie wir heute nach Erdöl. Auch der im Vergleich zum Mittelmeerraum arme und menschenleere Norden wollte nicht länger mit Klingen aus Flintstein hantieren. Doch hier setzte sich die Bronzezeit erst mit fast tausendjähriger Verspätung durch. Zum einen mussten Wissen und Technologie erst einmal nördlich der Alpen ankommen. Zum anderen, womit sollte das rohstoffarme Mittel- und Nordeuropa das Zinn bezahlen, das von weit her importiert werden musste? Nun, hier hat das ZDF wahrscheinlich vergessen, dass die hauptsächlichen Zinnvorkommen der damaligen Zeit in Cornwall in England lagen. Also das lässt die Frage kommen, waren die Nordeuropäer so rückständig gegenüber den Südeuropäern, wie das immer noch angenommen wird, obwohl dann in dem eigenen Buch hier jetzt einiges anderes wieder korrigiert wird. Was man zum Tausch anzubieten hatte, waren Felle und Salz, vielleicht ein paar blonde Sklavinnen, wie 1000 Jahre später die Germanen. Das sind natürlich so Floskeln, die ich hier weiter nicht kommentieren will. Und doch entdeckten und entdecken die Archäologen in noch heute nicht vor Reichtum strotzenden Gegenden Brandenburgs, Niedersachsens oder Sachsen-Anhalts und Mecklenburg-Vorpommerns unermesslich reiche bronzezeitliche Schätze. Was war geschehen in unserem Land vor unserer Zeit? Woher kam dieser plötzliche Reichtum? Die Schatzkammer des Archäologischen Museums in Schleswig-Holstein glänzt voller Gold aus dieser Epoche. Goldene Schüsseln, Teller, Tassen. Was boten die Bauern von Marsch und Geest dagegen? Mykenische Bronzegefäße wurden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein gefunden. Wie kamen sie von der Ägäis dorthin über tausende von Kilometern? In Neustrelitz entdeckte man einen reichen Hort von Perlen aus ägyptischem Glas, die ägyptische Hochkultur vor 3.500 Jahren in Kontakt mit Mecklenburg-Vorpommern. In Nebra wurde vor 3.600 Jahren die berühmte Bronzescheibe deponiert. Und mit der ersten konkreten Himmelsdarstellung in der Geschichte der Menschheit. Wie kam dieser Wissensquantensprung ausgerechnet nach Sachsen-Anhalt? Und dann der Schatz von Eberswalde. Der wurde am 13. März 1913 gefunden. Bei Ausschachtungsarbeiten auf dem Gebiet eines Messingwerkes stießen die Arbeiter auf den größten vorgeschichtlichen Goldfund Deutschlands. Er beträgt satte 2,6 Kilo pures Gold. Nach Kriegsende verschwand der Schatz von Eberswalde aus dem 10. Jahrhundert vor Christi zusammen mit Schliemanns trojanischen Schatz des Priamos noch einmal spurlos, bis er vor wenigen Jahren im Moskauer Puschkin-Museum in einem Geheimdepot ausfindig gemacht wurde. Doch der bedeutendste mitteleuropäische Bronzezeitfund war dann in der Nähe von Bremen, in einem Acker bei Süke-Gessel auf einem Bronze. Sein Gewicht beträgt zwar nur 1,8 Kilogramm, doch die 1117 Schmuckstücke sind von einmaliger Qualität. Im 14. Jahrhundert vor Christus waren sie in 60 cm Tiefe sorgfältig in einem mit Bronzenadeln verschlossenen Leinenbeutel im Erdreich deponiert worden. Was war der Antrieb dieser Entwicklung in Alteuropa? Bernstein. In Bayern ging dann im 19. Jahrhundert eine Sage um, dass zwischen Tünshausen, Bernsdorf und Kranzberg eine versunkene Stadt liegt.
Und diese Stadt hat man tatsächlich ausgegraben. Unweit von Freising hoch über dem Ampertal stieß man in Bernsdorf auf beispiellose Schätze. Die unermesslich reiche Stadt gab es vor 3.500 Jahren tatsächlich. Die eiligst verständigten Archäologen haben seitdem die Überreste einer gewaltigen Befestigung ausgegraben mit einer fast 2 Kilometer langen, etwa 4,5 Meter hohen Stadtmauer. Was sollte sie schützen? Der Wert dieser Schätze ist enorm. Die Besiedlung war eher gering. Und wieso konnte sich diese Erinnerung an die versunkene Stadt so lange im Gedächtnis der Bevölkerung erhalten? Rätsel über Rätsel. Jedenfalls ist dieses Buch, wenn Sie mal Ausschau halten, die Bernsteinstraße. Das gibt es aus dem Ramsch-Angebot. Mittlerweile offensichtlich ist das Interesse nicht so groß. Aber für uns ist es also hoch, hoch interessant. Das Harz aus dem vor rund 50 Millionen Jahren versunkenen Bernsteinwald an der baltischen Samlandküste erreichte in der Bronzezeit die Hochkulturen des Mittelmeerraums, die bereit waren, es mit Gold aufzuwiegen. Auch wenn der baltische Bernstein durch Verlagerung bis an die Küsten der Nordseeinseln und Englands gefunden wird, der größte Teil kam und kommt von der Bernsteinküste des ehemaligen Ostpreußens. Doch wie gelangte er in die Königsgräber von Mykene, in das Grab des Pharaos Tutanchamun und in das Fürstengrab von Qadna im heutigen Syrien, wie neue Untersuchungen beweisen? Es muss also uralte Handelswege zwischen Ostsee und Nil gegeben haben, die die Enden der damals bekannten Welt verbanden. Interessant ist auch, dass man ein Schlachtfeld gefunden hat, und zwar 225, Entschuldigung, da war die falsche Seite. Und zwar im Tollenseetal. Tollensetal. So unbekannt war mir das. Ich musste auch erst mal nachgucken, wo das ist. Das ist ein. Richtig. Und da hat man auch vor einigen Jahren Ausgrabungen gemacht und dort festgestellt, dass es ein Blutbad vor etwa 3.200 Jahren gegeben hat. Und das Tollensetal oder der Fluss liegt an einer Handelsstraße, wo schon Bernstein transportiert worden ist. Und offensichtlich hat es da um dieses Bernstein einen entsprechenden Kampf gegeben. Weitere Funde sind jetzt auch in Ostpreußen gemacht worden, und zwar in einem Kapitel Wellen, Wikinger, Viskiauten. Da beschreiben hier Bernstein an der Samlandküste. Das ist uns ja ohnehin allen bekannt. Und da wird also geschrieben, dass hier ein Handelsplatz im Land der Prussen war, wo die Wikinger sich hier niederließen im 6. Jahrhundert nach Christus. Und da steht hier dann in diesem Buch der Deutsche Orden, Seite 200. Monopol und Todesstrafe der Deutschen Orden und der Bernstein. Da steht dann: Nach den Kreuzzügen dehnte der Orden seinen Machtbereich nach Ostpreußen aus, bezwang den stolzen baltischen Stamm der Prussen, der sich zuvor noch der Christianisierung durch den Benediktinermönch Adalbert mehr als nur widersetzt habe. Weiter steht da nichts zu Preußen, zu den Prussen, zur Herkunft der Prussen. Es ist allerdings hier noch, zumindest wahrheitsgemäß wiedergegeben, dass das ein Baltenstamm war. Der Benediktinermönch Adalbert ist 997 bei dem Versuch, die Prussen zu christianisieren, erschlagen worden von den Prussen. Das gleiche Schicksal erlitt Bruno von Querfurt im Jahre 1007. Entschuldigung. Der Deutsche Orden wurde aber erst um 1225 mehr oder weniger zu Hilfe gerufen von dem damaligen Herzog von Masowien, Konrad von Masowien.
weil er versuchte, die Russen zu christianisieren, es aber nicht schaffte. Und immer wieder die Russen so weit reizte, dass sie zu Gegenattacken übergingen, ihn zeitweise auch gefangen nahmen. Und sie wollten einfach nicht ihren heidnischen Glauben abgeben. Und das ist eine Charaktereigenschaft, die eigentlich schon bei Tacitus zu finden ist. Der hat ja im Jahr 98 nach Christi Geburt sein Buch Germania geschrieben, also die Geschichte Germaniens. Dabei hat er die Germanen so als sittenreines Volk, arbeitsam, fleißig, gottestreu und dargestellt, um zu zeigen, den Römern einen Spiegel vorzuhalten, wie dekadent sie in der damaligen Zeit schon waren und gar nicht ahnten, dass das römische Reich damals schon mehr oder weniger dem Untergang preisgegeben war. Der Deutsche Orden, wie gesagt, kam erst da zum Zuge. Und jetzt mache ich mal einen ganz großen Sprung. Achso, ich will nur jetzt noch eins sagen. Sie kennen ja alle Karl den Großen und seine Bemühungen, die Sachsen zu christianisieren. Karl der Große schaffte das in 32 Jahren, von 772 bis 804. Die Christianisierung der Prussen, wenn man davon ausgeht, 966 war im Jahr 2066 wurde ja dann die 1000-Jahr-Feier der Christianisierung Polens gefeiert, war Polen dem christlichen Glauben, dem katholischen Glauben beigetreten. Und damals galt die Devise: heidnisches Land ist herrenloses Land. Und Polen war Landbewohner, Polani, das kommt ja aus der englischen Sprache, Poland, Land. Und sie wollten schon damals offensichtlich einen Zugang zum Meer haben, zu Weichsel, Richtung Danzig, Richtung Ostseeküste. Und offensichtlich wussten sie damals auch, dass in Ostpreußen und bei den Prussen viel zu holen war, und zwar an Schätzen. Bernstein hatte damals genau denselben Wert wie Gold, war zum Teil wurde als die Tränen der Götter bezeichnet. Man wusste nicht genau, wo kommt das, wusste nicht, dass das ein Baumharz ist, wo kommt das her. Und deswegen hat man gesagt, das sind die Tränen der Götter, die haben sich hier verfestigt und die werden jetzt immer angeschwemmt an der Ostseeküste. Jedenfalls war mit Sicherheit nicht nur der christliche Glaube das Motiv, die Prussen zu erobern, sondern auch Machtgewinn zu haben und natürlich auch Reichtum dabei zu ergattern. Jedenfalls Karl der Große der Deutsche Orden wurde dann zu Hilfe gerufen und 1283 wurde dann der Ordensstaat gegründet, war befriedet. Und wenn man die Zeit rechnet, die Christianisierung der Sachsen hat 32 Jahre gedauert, die Christianisierung der Prussen 286 Jahre. Und zwischen den Bemühungen 1007, Bruno von Querfurt, und dann den neueren Bemühungen Anfang des 13. Jahrhunderts hat es ja auch zahlreiche andere Versuche gegeben, wo die Prussen unterworfen werden. Man hat es nie geschafft. Also das jetzt hier am Rande. Jetzt will ich mal fragen, wo kommen die Balten her? Und die Prussen sind zweifelsohne Balten. Das kann man nicht, auch wenn versucht wird, über Wikipedia jetzt auch noch im Nachhinein die Geschichte zu fälschen. Warum wird? Ich vermute, das sind Polen dahinter. Denn als der Papst, der Karol Wojtyla, erstmals auch Ostpreußen besuchte, sprach er von den wiedergewonnenen Gebieten. Und sie bezeichnen die Prussen als Slawen, weil sie sich selbst zu den slawischen Völkerschaften zählen. Und dann ist es natürlich ihr Recht, ihr historisch oder moralisches, was auch immer, weiß ich nicht. Jedenfalls leiten sie da ihren Anspruch aus, das sind wiedergewonnene Gebiete. Wir haben jetzt, und der Deutsche Orden hat uns das geraubt, hat uns damals misshandelt. Er hat Slawen umgebracht und damit hat er auch uns umgebracht. Also sie sehen das so quasi als Völkermord, den der Deutsche Orden in Polen angerichtet hat, an. Und das findet man heute auch noch.
Das hat mit historischen Wahrheiten überhaupt nichts zu tun. Das ist Dichtung, das ist Fantasie, das ist nationaler Größenwahn, das ist zum Teil nationaler Minderwertigkeitskomplex, der zum Ausdruck da kommt. Und es wäre den Polen eigentlich geraten, von diesem Abstand zu nehmen, um ein entspannteres Verhältnis zu uns auch zu erzielen. Und das wäre ja wünschenswert, denn es gibt ja in Deutschland, in Ostpreußen immer noch eine deutsche Bevölkerungsgruppe, die allerdings jetzt in der Minderheit ist, die zu überleben hat und der es, die es wahrscheinlich ihre nationale Identität dabei ist, aufzugeben und zu polonisiert zu werden. Wenn man mal guckt, wie sah Europa aus vor 500.000 Jahren, vor 100.000 Jahren, dann weiß man, also zumindest für den nördlichen Bereich weiß man nichts. Rekonstruktionen und klimatische Rekonstruktionen und vor allen Dingen geologische Untersuchungen haben ergeben, dass wir in den letzten 500.000 Jahren vier große Eiszeiten hatten. Und die letzte war die Weichsel-Eiszeit. In Süddeutschland nennt man das die Würmeiszeit. Und die begann, vorher gab es eine entsprechende Warmzeit, die Ebenwarmzeit. Dafür, aus der Zeit gibt es natürlich keine Landkarten. Man weiß nur, die vier Eiszeiten haben das aufgebaut und die Landschaft geformt, die wir heute südlich der Ostsee haben. Die Vereisung ging immer von Skandinavien aus. Die erreichte teilweise, ging weit über Berlin nach Süden hinaus. Die ging über Schottland bis Nordirland. Der südwestliche Teil Englands war eisfrei. England war damals noch gar keine Insel während der letzten Eiszeit. Da gab es sogar einen kleinen Berg zwischen der deutschen Bucht oder der niederländischen Küste und der englischen Küste, die Doggerbank. Den Kanal gab es auch nicht. Also man konnte zu Fuß rüber nach England gehen. Ja, England als Begriff natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber Kelten wohnten da auch und ähnlich wie die Neandertaler bei Düsseldorf, das war also auch außerhalb der Eisgrenze. Dann hat man vor einigen Jahren, der Neandertaler ist dann vor 40.000 Jahren etwa vermischt worden mit anderen Völkerschaften, wahrscheinlich mit Germanen. Dann gab es in Kelsterbach einen Fund, der wird datiert auf das Jahr 32.000 vor unserer Zeit. Und Näheres ist aber nicht bekannt. Die eigentliche Frage ist, wie schnell endete die Eiszeit? Wie wurde das Land besiedelt und wo kamen die Menschen her? Also man muss sich vorstellen, eine Landkarte, ganz Skandinavien, ist eine Eisdecke. Die Ostsee, wie gesagt, gab es nicht. Die Eisgrenze reichte nach Schleswig-Holstein. Die entsprechende Seenplatte ist ein Relikt der Eiszeit. Dann die ganze Küste Mecklenburg und Pommern rüber, Ostpreußen natürlich, das Baltikum. Alles ist Geschiebe, das sind alles Endmoränen, die immer auf das Vorstoßen und das Zurückziehen des Eises in den verschiedenen Perioden und Epochen zurückzuführen sind. Wie die Eiszeiten entstanden sind, weiß man heute immer noch nicht und am wenigsten weiß man, wie sie geendet haben. Gibt es heute Hypothesen, die sind atemberaubend. Offensichtlich sollen da die ersten Bewohner Europas durch Verbrennen von Wäldern die Eiszeit beendet haben. Das ist in sich unlogisch, denn wenn eine Eiszeit endet, habe ich erstmal eine kahle Landschaft, dann bildet sich erstmal eine Tundra, dann eine Moostundra, dann kommt eine Gebüschtundra und bis dann die ersten Birkenwälder kommen, das dauert ja eine ganz gewaltige Menge. Es muss also erheblich wärmer werden, denn eine Waldvegetation, das sieht man ja auch heute, wenn man sich die Erde anguckt, braucht also eine entsprechend
starke und lange Vegetationsperiode. Vorher wachsen also nur Gräser und da können also nur Rentiere ziehen und so weiter und so fort. Das ist die Eiszeit. Die Methoden, die Eiszeit zu untersuchen, sind sehr stark vorangeschritten. Und es gibt auch in der Eiszeit, die Warmzeit endet also 115.000 Jahre vor unserer Zeit. Und es gibt dann drei Perioden, in die man die Weichsel-Eiszeit unterteilt. Ein Frühglazial von 115.000 bis 58.000. Ein Weichsel-Hochglazial zwischen 58.000 und 13.000 und das Spätglazial von 13.000 bis 9.700. Damit endet letztendlich die kleine Eiszeit. Und nach 9.700 kann man erst überlegen, was da passiert ist. Also vorher haben da mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit keine Menschen gewohnt auf dem Eis. Die konnten sich nicht ernähren, da konnten nichts jagen. Es gab auch keine Eisbären, die da mal schießen konnten, weil denen die See fehlte und dergleichen mehr und viele andere Dinge. Und ich sagte schon, also bis Mark Brandenburg in Nordrussland war alles vereist. Das Eis ging weg und das ging relativ rasch. Der Mensch hat damit gar nichts zu tun. Den Menschen gab es auch dort gar nicht. Und mit CO2 hat das erst recht nichts zu tun, aber das ist heute die gängige politische Meinung. CO2 muss bekämpft werden, weil man möglicherweise eine neue Religion braucht, ein neues Disziplinierungsinstrument für die Menschheit, lassen wir aber diese Fantasie jetzt erstmal außen vor. So, also vor 9.600 Jahren, etwa 9.700 Jahren, kam es zu einem abrupten Anstieg, Temperaturanstieg. Und nicht nur hier in Europa, sondern Vereisung gab es natürlich auch in Nordamerika und anders in der Welt. Zurück, wie gesagt, hat die Eiszeit gelassen Urstromtäler, die Elbe, die Oder, die Havel, die Spree und entsprechende Seenplatten, die holsteinische Schweiz, die mecklenburgische Seenplatte, die masurischen Seen und dergleichen mehr. Auch der baltische oder der nördliche Landrücken war eine vielfach gestaffelte Endmoränenlandschaft, wobei teilweise von den Wälle von über 300 Meter in Pommern und Masuren aufgeschüttet worden sind. Osterode zum Beispiel liegt 312 Meter über dem Meer. Mit dem Schmelzen des Eises wurde natürlich Skandinavien entlastet. Skandinavien hob sich aus dem Meer, während die umliegenden Flächen im Meer versanken. Also die Doggerbank versank, England wurde eine Insel und es entstand die Ostsee mit der Samlandküste. Also man kann nicht sagen, vor 500.000 Jahren hätte es schon oder vor 50 Millionen Jahren hätte es eine Samlandküste gegeben. Nur weil man heute doch den Bernstein findet, weil der immer wieder aufgeschwemmt wird. Und nach jedem großen Sturm findet man an der Samlandküste entsprechend Bernstein. Gut, wenn Eis zurückgeht und die Temperaturen steigen, kommt natürlich als erstes die Natur zurück. Und als erstes sind dann die Pflanzen. Und dann kommen die Tiere und der Mensch kommt in der Regel als allerletzter. Man muss auch sehen, dass eine Eiszeitlandschaft, eine Endmoräne, besteht ja nur aus Schotter. Wenn man mal in Grönland war und sieht, das ist nur Schotter. Und es müssen also schon lange Jahre Vegetation gewachsen sein, es muss viel Laub abgefallen sein, verrottet sein, bis sich dann ein entsprechender Humusboden gebildet hat. Das geht also nicht von heute auf morgen, sondern entspricht lange Zeit. Und bis dann erste Menschen kommen, sich dort niederlassen, die ersten sind natürlich möglicherweise Jäger, die auf Wildjagd sind, und aber nicht dort ihre Lebensstätte aufbauen. Und sesshaft werden, wie gesagt, kann ein Mensch nur, wenn eine entsprechende Umgebung erreicht worden ist.
und auch Ackerbau und letztendlich dann Viehzucht stattfinden kann. Und das entwickelte sich mehr oder weniger im jetzigen Holozän, also die Zeit nach der letzten Eiszeit nennt man das Holozän. Und dann fragt man sich jetzt, wo kommen die Menschen her? Und eigentlich, wenn man die Wanderungsbewegung rekonstruieren will, tappt man immer wieder ins Dunkle. Wenn man den Begriff Völkerwanderung eingibt, wird nur immer verwiesen auf die jüngeren Völkerwanderungen in Verbindung es gibt ja auch nach der Eiszeit entsprechende Zyklen, Warmperioden und Kälteperioden. Der letzte Zyklus war eine Warmperiode zur Zeit des Imperium Romanum, des Römerreiches. Dauerte von etwa gut 500 vor Christus bis 300, 400 nach Christi Geburt oder kann sich zeitlich etwas schieben. Dann kam natürlich eine Abkühlung. Die ersten, die vor dem Wetter geflohen sind, waren die Kimber und Teutonen. Das war sogar noch 100 vor Christus. Aber das deutete wahrscheinlich schon auf ein Schwächerwerden der Warmzeit hin. Denn als die Römer Gallien eroberten und nach England übersiedelten, nahmen sie auch den Wein mit nach England. Und der Wein wurde auch in England angebaut. Später, wie im Hochmittelalter, als wieder eine Warmperiode nach dem Pessimum, das nennen die Zeiten, die Kaltzeiten in der Geschichte nennen wir immer die schlechten Zeiten. In der Kaltzeit gibt es wenig Nahrung, da wird die Bevölkerungsreproduktion geringer. Wenn es wärmer wird, ist natürlich die Natur viel produktiver, der Mensch hat mehr zu essen, besser ernten, kann sich auch entsprechend vermehren und dergleichen mehr. Also es gab also, wenn man Völkerwanderung eingibt, kommt man auf die Wanderung der Hunnen, dann der Goten, der Burgunder und so weiter und so fort, die alle vor der kleinen, vor der Klimaverschlechterung, die im Grunde genommen eine Wetterverschlechterung ist. Nur Wetter kann man nicht rekonstruieren. Deswegen rekonstruiert man die Spuren des Wetters, die das Wetter in der Natur hinterlassen hat. Ja, wärmeres Wetter hat andere Pflanzen, andere Pollen und so weiter. Und bei den Schichtuntersuchungen, die man macht, kann man dann entsprechende Datierungen vornehmen der Vergangenheit. Und das Wetter selbst sagt nichts. Wir wissen nichts über die Wettervergangenheit. Ja, man kann nur pauschalieren, komprimieren und ja, so grobe Angaben machen, aber nie eine exakte Beschreibung des vergangenen Wetters vornehmen. Das gelingt selbst nicht, wenn man jetzt in die jüngere Geschichte zurückgeht und das mal versuchen wollte. Und von einem Klimawert das Wetter zu erschließen, ist ja erst recht unmöglich. Bevor ich einen Mittelwert bilden kann, muss ich ja viele Einzelwerte haben. Habe ich den Mittelwert gebildet und mir mopst einer die Einzelwerte, werde ich den Mittelwert nie mehr in seine Einzelwerte zerlegen können. Ich werde nie, wenn ich eine Mitteltemperatur, das ist jetzt nochmal, wie das modern geworden ist, eine Globaltemperatur bekomme, sagen wir 14,87 Grad Globaltemperatur. Und wenn dann der Aufsatz heißen würde, beschreiben wir mal das Wetter in diesem Jahr, wo die Globaltemperatur errechnet worden ist und dann noch differenziert nach einzelnen Kontinenten, das ist absolut unmöglich. Das geht gar nicht. Ja. Ich meine, ich könnte hier aus unserem Raum sagen, okay, jetzt stellen wir ein Metermaß an die Wand und da wird und die Körperlänge gemessen. Und da kriege ich dann verschiedene Größen, Längen von uns. Und dann wird ein Mittelwert gebildet. Und in der Regel ist es so, dass der Mittelwert keinem tatsächlichen entspricht. Ja, das ist der seltenste Wert überhaupt. Und heute ist unser Gedanke, alles auf Mittelwerte hin zu normieren, die Mittelwerte zum Normalen zu erklären und jede Abweichung zur Anomalie, ja, zur Ausnahme. Das war zu meiner Zeit, also die Jüngeren wissen das natürlich nicht. Ich war von 71 bis 86 einer der ZDF-Wetterfrösche. Und ich habe von Anfang an gesagt, und es war ein großer Fehler, der gemacht worden ist, dass man sich an Mittelwerten orientiert und sagt, das sind Normalwerte.
Ja, und dann wird man natürlich gerne zum Lehrer, zum Herrn über der Natur, dann beurteilt man oder verurteilt das Wetter. Du hast dich nicht normal verhalten, du bist, der Sommer ist zu warm gewesen, der Sommer ist zu kalt gewesen, das Frühjahr war so und so und so und so. So geraten wir in eine Rolle, die uns gar nicht zusteht. Ja, wir werten die Natur, das Verhalten der Natur und jammern jeden Tag über das Wetter, weil wir es nicht ändern können. Aber dafür sind wir immer die umso größeren Klimaschützer. Ja? Obwohl Klima wiederum vom Wetter abgeleitet ist. Die Definition vom Klima heißt, man muss 30 Jahre lang jeden Tag das Wetter beobachten zu bestimmten Uhrzeiten. Das war 1780 festgelegt worden. Um 7, 14, 21 Uhr die Temperatur ablesen und andere Luftdruck und Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Und wenn man das 30 Jahre gemacht hat, dann bildet man einen Mittelwert. Und das ist erst ein Klimawert. Und der Klimawert sagt mir gar nicht, was an den 30 Jahren an dem Wetter war. Da kriege ich einen Wert, 30 Jahre mittlere Windgeschwindigkeit, 3,1 Meter pro Sekunde. Weht der Wind permanent mit dieser Geschwindigkeit? Darauf werden natürlich Berechnungen gemacht über die Windhäufigkeit von Windkraftanlagen. Da wird mit statistischem Wert gerechnet, da wird dann gesagt, die Windanlage hat ein Potenzial, 100.000 Einwohner mit Strom zu versorgen. Ja? Aber in der Realität weht der Wind mal, dann weht er nicht und ich kann den Wind nicht beeinflussen. Und dann habe ich mal Strom, dann habe ich keinen Strom. Wilhelm Busch hat das aber wunderschön geschrieben mit den Windmühlen. Ja? Der arme Windmühlenbauer. Ja, mal hat er Korn, dann hat er keinen Wind, hat er Wind, hat er kein Korn. Ja, und sogar heute ist das im Strom, können wir das genauso annehmen. Und jede Versprechung zu sagen, also mit Wind und Sonne könnte ich hier eine Industriegesellschaft kontinuierlich mit Strom versorgen, ist absoluter Schwachsinn. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Jedenfalls, wenn man mal in die Sprachforschung hineingeht, da sieht das schon etwas anders aus. Und da stellt man fest, dass die häufigsten Sprachen in der Welt indogermanische Sprachen sind. Und die haben eine einzige Wurzel. Ein indogermanisches Wort ist Vetar. Und das heute im Wetter zu finden oder im englischen Weather. Und Vetar heißt Bewegung. Ja? Vetar heißt in Bezug auf Wetter. Wetter ist auch tatsächlich immer in Bewegung. Es gibt keine Konstanz im Wetter. Kann es gar nicht geben, weil die Erde sich dreht. Ja, weil die Erde unterschiedlich von der Sonne bestrahlt wird, damit erwärmt wird. Dann sind immer Luftdruckgradienten da, die erzeugen Wind und so weiter und so fort. Und das ist ein Prozess, der immerwährend vor sich geht. Ich kann nie und nimmer diese Erde anhalten. Es wäre für die Erde auch tödlich. Die eine Seite würde dann versengen, die andere würde erfrieren. Und durch die ständige, gleichmäßige Rotation und den Transport von warmer Luft zum Pol und vom Pol kalte Luft zum Äquator, dann natürlich durch die entsprechende Topographie und Corioliskraft und weiter, wird das erzeugt, was wir letztendlich Wetter nennen. Es gibt es heute keine Definition von Wetter. Klima kann ich definieren, aber Wetter nicht. Es gibt auch bis heute noch keine einzige Messung der Lufttemperatur selbst. Ich messe nur die Temperatur eines Körpers, den ich in die Luft hänge. Ja? Ob das nun ein Bimetall ist oder ein Quecksilberthermometer, ich messe die Temperatur des Quecksilbers und die lese ich ab. Ja? Okay, am Rande, ich habe hinten was dabei mitgebracht, 15 Bücher. Ich biete sie an, ich sage das jetzt mal so, sie sind nicht verpflichtet. Das kostet 19,95, ich biete das für 10 € an. Sonderpreis hier mit Autogramm, wird nicht extra berechnet und so weiter. Aber jedenfalls die Sprachforscher. Die beste Sprache, die beste Quelle habe ich jetzt gelesen, um die indogermanische Sprache zu rekonstruieren, wäre das Altpreußische. Aber das Altpreußische ist im 17. Jahrhundert ausgestorben. Das letzte war so eine Bibelübersetzung, die da gemacht worden ist. Das ist ein bisschen konserviert worden in die Sprache hinein, aber als Sprache ist es ausgestorben. Und es gibt
von den indogermanischen Sprachen drei Gruppen. Und zwar die westgermanischen Sprachen. Und dazu gehören Deutsch, Englisch, Niederländisch, Afrikaans, Jiddisch und Friesisch. Die nordgermanischen Sprachen Dänisch, Färöisch, Isländisch, Norwegisch und Schwedisch. Und die ostgermanischen Sprachen waren Burgundisch, Gotisch, Vandalisch, sind aber alle ausgestorben. Und zu den westgermanischen Sprachen gehören auch noch Italisch, Keltisch, wie gesagt, dann das Germanisch, was ich vorher schon mit Deutsch, Englisch und so weiter erwähnt habe. Und die haben alle eine gemeinsame Wurzel. Erstaunlich ist, wie Sprachen durch geografische Verlagerung von kleinen Populationen, von Stämmen, Großfamilien oder was auch immer, wenn sie sich irgendwo niedergelassen haben und gestreut weiterleben, wie Sprachen plötzlich einem Differenzierungsprozess unterliegen. Also dass man quasi den anderen nicht mehr versteht. Ich würde keinen Norweger spontan verstehen können, keinen Isländer oder keinen Dänen oder was auch immer. Und dieser Differenzierungsprozess, ja, der ja in einer gemeinsamen Wurzel mündet, wie beim Baum, der hat oben hunderte von Ästen und die münden alle in einen Stamm. Und dieser Stamm muss noch so eng gewesen sein, dass auch zur Zeit der Bronzezeit, und es ist ja von den Handelswegen gesprochen worden, zwischen den Prussen oder den Mecklenburgern oder die an der Nordseeküste, wo der Bernstein gefunden wurde, und dann natürlich auch mit den Griechen und den Vorderorientleuten gewesen ist, die müssen alle noch irgendwo eine gemeinsame Wurzel gehabt haben. Ich kann mich nicht vorstellen, dass das so Sprachgenies waren, die spontan alle Sprachen gesprochen haben. Eine Verständigung muss ja, wenn Handel und Wandel getrieben wird, muss ja auch eine Verständigung möglich sein. Jedenfalls, dieser Differenzierungsprozess und diese Aufgliederung muss in der Zeit so um 3400 vor Christi Geburt stattgefunden haben. Und wie gesagt, dann haben sich die Sprachen auseinandergelebt, die Leute auseinandergelebt, sind eigene Nationen, eigene Eltern und dergleichen mehr. Die Völkerwanderung, wie gesagt, war des 4. Jahrhunderts, da kamen erst die Hunnen, im 3. Jahrhundert waren es die Burgunder gewesen, im 2. Jahrhundert die Goten und im 5. Jahrhundert sind die Angeln auf die britischen Inseln übergesetzt. Die Ostgoten haben teilweise dann ein kurzes Reich in Italien gehabt, Theoderich, die Westgoten in Spanien. Und 482 hat sich das fränkische Reich der Merowinger gebildet, aus denen das heutige Frankreich dann hervorgerufen worden ist. Die Sachsenkriege von Karl dem Großen habe ich schon erwähnt und die Geburtsstunde der deutschen Nation. Es wird mit 919 angesetzt unter Heinrich dem Sachsen. Da ist eigentlich Deutschland und ja, die Deutschen sind in Anführungszeichen sind dann als geschichtlicher Faktor in die Weltgeschichte eingetreten. Die Besiedlung des Baltikums, ja, da differieren die Zahlen ganz gewaltig. Manche sagen, das wäre schon vor 15.000 bis 16.000 Jahren gewesen. Andere sagen, das wäre vor 11.000 Jahren gewesen. Da war noch nicht mal die Eiszeit zu Ende. Es ist, glaube ich, realistischer, wenn man mit Maria Gimbutas, die also diese Geschichte des Baltikums, die ich auch hier in der Eckertschrift dann herangezogen habe, nimmt, dass etwa im 3100 vor Christi Geburt die ersten indogermanischen sprechenden Gruppen ins Baltikum eingewandert sind, die sich dann zuerst einmal in West- und Ostbalten gespalten haben und dann weiter ausdifferenziert haben in die vier Gruppen,
der Prussen, der Litauer, der Letten und der Esten. Und dann, wie gesagt, die Prussen, als der Deutsche Orden so weit kam, hatten die Prussen ja nun auch zwar wahrscheinlich eine mehr oder weniger einheitliche Sprache, bis auf möglicherweise verschiedene Dialekte, aber es waren dann, wie viele russische Stämme waren es? 9, oder? Ich muss nachgucken, dass da. Also, da gab es die Samen, dann gab es die Warmia, die Natanga, die Barta, die Pogesanen, die Pomesanen, die gehören nicht direkt zu den, die Sassen, die Galinder, die Sutauer, die Nadrauer und die Scharlauer. Jedenfalls, das waren die Stämme der Prussen, die mehr oder weniger der Deutsche Orden bei der Missionierung vorfand. Die Prussen selbst, wie gesagt, Tacitus hatte sie Aestia genannt, sie auch zu den Germanen gerechnet, also keinesfalls selbst Tacitus hat noch nichts von den Slawen gewusst, im Gegenteil, der Begriff Slave ist ja auch selbst umschritten, in den alten Geschichtsbüchern stehen immer Skythen, also die Indogermanen, die dann in dem Gebiet Moskau oder gelandet worden sind in Russland, die hat man Skythen genannt. Die haben, und die Ursprung der Skythen wird in den Pripyat-Sümpfen angenommen. Und ich habe mir überlegt, wie können Sümpfe solche Menschenmassen hervorbringen. Aus Sümpfen, wenn da Mücken sind, da können natürlich viele Mücken entstehen, aber Menschen, und dann habe ich gelesen, dass der Begriff, auch in die Heiden, die Römer haben ja die Heiden immer Barbaren genannt und alle untergeordneten Völker sind halt Barbaren. Und die ersten Christen, die dann in Russland, also von der griechisch-orthodoxen Seite her, den Christentum zugeführt worden, haben wahrscheinlich auch für die Heiden, oder die nicht bekehrten Skythen, irgendwelche Begriffe gehabt. Und die hatten dann im Kirchendeutsch Sklaveni genannt. Das hatte mit Slaven und weder mit Slaven noch mit Sklaven was zu tun, sondern hat sich dann irgendwie abgeschliffen und wurde dann zu dem Pauschalbegriff Slaven, hat da geführt, der in der Geschichte so gut wie gar keine Rolle gespielt hat. Erstmalig wurde der Begriff der Slaven politisch virulent im Jahr 1848 bei dem Panslawistenkongress in Prag. Und in dem Panslawistenkongress in Prag haben die Slawen damals, also die panslawistische Bewegung, gefordert, dass die Linie Lübeck-Triest ihre Westgrenze sei, der maximale Ausdehnungsgebiet, und diese Westgrenze wieder erobert werden müsste. Und einer der schärfsten Gegner dieser These war Karl Marx. Karl Marx hat also ganz massiv dagegen sich ausgesprochen, also dass hier so eine Art Revision stattfindet aufgrund von Behauptungen, die bis heute nicht nachgewiesen worden sind und dergleichen mehr. Jedenfalls kamen die Kontakte. Die Prussen selbst waren, wie gesagt, Tacitus sesshaft, dann kam ja die Klimaverschlechterung, vor allen Dingen im skandinavischen Raum. Die Goten und die Wikinger wanderten aus und die hatten auch Kontakt mit den Prussen. Und den Wikingern sagt man ja nach, dass sie auch über den Herzog Dagomesico im Grunde genommen die Gründer Polens sind und auch das russische Rus über Nowgorod sind die ja bis ins Schwarze Meer runtergekommen und haben auch letztendlich Russland gegründet. Die Russen geben das zu, ja, dass die Wikinger es waren, die sie zur Staatlichkeit gehoben haben. Die Polen geben das natürlich nicht zu und erfinden einen Mieszko oder wie heißt der da auf? Weiß nicht, jedenfalls so ein Urvater, von dem sie dann letztendlich abstammen. Die Wikinger haben dann im Samland auch einen Handelsplatz errichtet
haben mit den Prussen offensichtlich friedlich kooperiert. Es ist also in der Geschichte nie irgendwie ein Hinweis zu finden, dass die Prussen mit irgendjemand Krieg geführt hätten. Prussen sind immer nur in der Verteidigung genannt. Und das fängt, wie gesagt, mit der Christianisierung an. Und zwar so etwa um das Jahrtausend nach Christi Geburt. Wie gesagt, der Deutsche Orden ab 1231, die Eroberung Preußens will ich jetzt nicht im Detail schildern, welche Schwierigkeiten der Orden hatte. Der hat auch über 50 Jahre selbst gebraucht, um trotz massiver Menschen, Ritterheere, die immer über Kreuzzüge zusammengestellt worden sind. Das war ja eine Aufgabe der ganzen Christenheit, der abendländischen Christenheit. Der Deutsche Orden unter Hermann von Salza hat es ja geschafft, den Papst und den Kaiser als höchste Autoritäten des damaligen Abendlandes zu gewinnen, dass sie, wie gesagt, hier auch das Land, das er christianisiert, zu ewigem Besitz übertragen. Und das ist ja wichtig, denn der Deutsche Orden hatte ja kurz vorher im Burzenland in Ungarn Schiffbruch erlitten. Der wurde ja auch vom ungarischen König gebeten, die Burzen zu unterwerfen. Das hat er auch entsprechend gemacht. Und als er sich dort selbst etablieren wollte, hat der ungarische König ihn rausgeschmissen. Und jetzt kommt dieser Hilferuf von Konrad von Masowien. Und da sagt der Orden natürlich, hat ihm die kalte Schulter gezeigt, nach dem Motto, im Prinzip ja, aber ohne Rechte mache ich nichts. Ich bin kein Prügelknabe das verträgt sich letztendlich auch nicht mit der Christianisierung, mit dem Auftrag der Christianisierung. Jedenfalls hat auch, wie gesagt, die Situation hat sie sich im 11. und 12. Jahrhundert massiv verschlimmert. Polen hat immer wieder und immer wieder versucht, die Prussen zu erobern, um an den Bernstein an der Ostseeküste ranzukriegen, aber alle Kriegszüge sind gescheitert. Im Anfang des 13. Jahrhunderts ging es wieder los, 1209, 1220 und so weiter und so fort, bis dann 1224 der Hilferuf kam. Konrad von Masowien hat vorher noch einen eigenen Bischof eingerichtet, den Christian von Oliva. Dann hat er einen eigenen Ritterorden gegründet, 1224, den Orden von Ritter von Dobirin und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die Prussen waren ein Bollwerk, das einfach nicht zu nehmen war. Und dann kam, wie gesagt, 1224, nachdem der Deutsche Orden jetzt zur Hilfe gerufen worden, hat er gesagt, gut, hat sich mit dem Kaiser Friedrich II. In Verbindung gesetzt, und der Kaiser Friedrich II. Hat 1224 Livland und Prussen in kaiserlichen Schutz genommen und die Einwohner als Reichsfreie deklariert, die nur direkt der Kirche und dem Kaiserreich unterstellt waren und sie vom Dienst der Jurisdiktion jegliche Herzöge befreit. Also das war tatsächlich, das Land hat dann der Kaiser selbst, auch im Namen der Kirche, in seine Hand genommen. Und deswegen war ja auch Ostpreußen, hat ja mit dem Deutschen Reich nichts zu tun gehabt. Und lag also, wie gesagt, außerhalb des Reiches. Und Ende 1224 hat der Papst verkündet, der gesamten Christenheit, dass er Bischof Wilhelm von Modena als Legaten, also für Livland und Prussen, eingesetzt habe. Und 1226 wurde mit der goldenen Bulli von Rimini dem Deutschen Orden der Besitz Preußens zuerkannt. Der Konrad von Masowien, wie gesagt, hat mit allen Raffinessen und Tricks gearbeitet. Er wollte den Deutschen Orden als Haudegen haben, aber er wollte Prussen gerne selbst unter seine Fittiche nehmen. Aber wie gesagt, der Deutsche Orden hat so lange gezögert und nichts getan, bis er weich wurde. Und dann hat der Konrad von Masowien im Vertrag von Kruschwitz den Deutschen Orden das Kulmerland
plus alle künftigen Eroberungen in Preußen zu Besitz übertragen. Er wollte zuerst den Begriff der Schenkung machen. Also mir gehört das Land zwar nicht, aber ich bin so großzügig und schenke dir das, lieber Deutscher Orden. Wie gesagt, er musste wirklich eine Art Gang nach Canossa antreten, und bevor dann der Deutsche Orden dann hier tätig wurde. Und das war dann ab 1234 ging dann der Feldzug gegen die Prussen los, und unter dem Motto Gott zu ehren und zum Lob, das heißt mit dem Ziel, die Heiden der Taufe zur Taufe zu zwingen. Das war also das Eigentliche, und man war damit da auch nicht zimperlich, das ist bekannt. Die Prussen waren aber auch wehrfähig, und die haben den Deutschen Orden also erhebliche Niederlagen auch beigebracht. Sie haben von Anfang an die falsche Taktik. Sie haben nicht gemeinsam, sondern haben sich erobern lassen, Gau für Gau. Irgendwann haben sie dann gemerkt, dass das nicht läuft, und haben sich zusammengeschlossen. Und da gab es den ersten Prussenaufstand 1242 bis 49, 1249 unter Hercus Monte. Und da haben sie fast alle Gebiete, die der Deutsche Orden bis dahin christianisiert, zurückerobert. Außer fünf Burgen, die waren so befestigt, dass sie noch nicht die Taktik hatten, um die Burgen einzunehmen. Elbing, Balga, Thorn, Kulm und Reden. Und bei diesen ganzen, bei dem Prussenaufstand hat Konrad von Masowien in den Deutschen Orden geholfen. Wenn Polen heute kommt und sagt, also der Deutsche Orden hätte nun die Polen massakriert, wie soll das funktionieren, wenn die Polen im Orden helfen gegen die Prussen? Also das sind diese ganzen Widersprüche, die man immer wieder findet. Es ist schade, dass man einfach nicht zur historischen Wahrheit zurückkehren kann. Die historische Wahrheit ist die Basis letztendlich für alle Verständigung, auch für Frieden, Justitia, Fiat, Pax, und für die Justitia hört die Wahrheit eigentlich dazu. Ja, also man sieht es ja bei dem Zschäpe-Prozess, wie lange der jetzt schon dauert, weil die Justiz auf die Wahrheit aus ist. Ja, ob sie es schafft oder nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls muss man erstmal in einem langwierigen Prozess gucken, wo sitzt die Wahrheit, und dann kann man auch Recht sprechen, das im Sinne von Gerechtigkeit. Aber wie gesagt, Gerechtigkeit sehe ich in weiter Ferne. Es hat sich ja im 20. Jahrhundert etwas in der Mentalität der Menschheit generell geändert. Früher endeten alle Kriege mit dem Friedensvertrag. Ja, und da wurde auch noch einigermaßen gerecht ausgehandelt. Ja, man denkt nur an den Wiener Kongress, 20 Jahre hat Napoleon Europa mit Krieg überzogen. Und dann kommt es zum Wiener Kongress, und Frankreich ist letztendlich nicht zum Alleinschuldigen deklariert worden, ist auch weitestgehend ungeschoren davongekommen. Und dann hatte man in Versailles 1919 angefangen mit der Alleinschuldthese und hat sich selbst quasi alle freigesprochen von jeglicher Schuld. Gut, das wird jetzt relativiert, aber es hat 100 Jahre gebraucht, bis ein australischer Historiker alle, die beteiligt waren in Vorbereitung des Ersten Weltkriegs, zu Schlafwandlern erklärt hat. Und damit gesagt hat, also mit der Alleinschuld ist es nicht. Wie gesagt, man kennt ja Kriege auch in der Ehe, da ist auch nie immer einer schuld, sondern in der Regel auch beide. Jedenfalls, während des ersten Prussenaufstandes hat dann Papst Innozenz IV. Nochmal zum Kreuzzug aufgerufen und neue Frische aus allen europäischen Ländern, Ritter angeworben, natürlich das Seelenheil versprochen und was noch alles dazugehört, Versprechen der Sünden und der Vergebung der Sünden. Und dann wurde dann letztendlich zunächst erstmal der Kreuzzug war etwas erfolgreich, aber und der Deutsche Orden machte Konzessionen an die Prussen, die aber dann wiederum nicht hielt, sodass die Kämpfe erneut aufflammten und die Prussen dann neben auch noch die Burg in
in Rheden eroberten, sodass nur noch vier Ordensburgen übrig blieben. Und dann kam es, wie gesagt, 1249 zum Frieden von Christburg. Der Deutsche Orden hat dann auch zeitweise die Versuche unternommen, aufgegeben, die Nathanga zu unterwerfen. Das war 1250. Allerdings hat er dann 1253 wieder einen Kreuzzug angefacht gegen die Barther und die Galinder. Und 1254 begann er dann auch das Samland zu erobern. Und 1255, das ist das Gründungsdatum der Stadt Königsberg. Und dann gab es dann nochmal einen zweiten Prussenaufstand von 1260 bis 1283. Da haben sich dann die Nathanga erneut erhoben. 1263 wurde das Ordensheer von Samländern aufgerieben. Heilsberg und Braunsberg gingen verloren. Allerdings wurden Königsberg, Kreuzberg und Wartenstein gehalten. 1265 kam ein weiteres Ordensheer angemarschiert. 1271 rief Clemens IV. Wieder zu einem Kreuzzug auf, 1272 Gregor X. Noch zu einem Kreuzzug und als letztes konnten dann 1283 die Sudauer unterworfen werden. Und es, wie gesagt, es hat 53 Jahre gedauert, nur bis der Deutsche Orden und damit nicht der Deutsche Orden, sondern das ganze Abendland, das ganze christliche Abendland, wenn ein Papst zum Kreuzzug aufruft, wie gesagt, dann hat das schon größere Dimensionen, als wenn nur der Deutsche Orden da irgendwie aus eigener Kraft oder was auch immer, das hätte er ja nie geschafft, die Russen zu christianisieren. Also Ritter aus England, aus Holland, aus Frankreich, aus allen europäischen Staaten haben sich dann hier beteiligt. Ja, dieser Kampf hat natürlich die Prussen nicht ausgerottet. Zeitweise manchmal wurde gesagt, ja, die Prussen sind dann praktisch aus, waren Völkermord, sind ausgerottet worden. Aber neuere Untersuchungen haben dann einheitlich dazu geführt, also dass etwa der Verlust an Menschen ähnlich war wie im Dreißigjährigen Krieg, also 20-50% der Bevölkerung kam ums Leben. Natürlich war damals auch die Reproduktionsquote eine andere und man muss sehen, dass die Eroberung Prussens auch in eine klimatische Epoche fiel, die man das Klimaoptimum des Hochmittelalters bezeichnet. Ja, wir hatten ja das Pessimum der Völkerwanderungszeit, dem das Imperium Romanum zum Opfer fiel. Dann ab 800 plötzlich tauchten in der Welt Leute auf, die Nordgermanen, man nannte die Wikinger oder die Nordmänner, mit ihren Booten, die fuhren den Rhein aufwärts bis nach Mainz, die fuhren die Seine aufwärts bis Paris, die raubten und klauten, was sie kriegen konnten, die waren bis Nordafrika gekommen, die sind 860 nach Island gefahren, 982, also 120 Jahre später, nach Grönland, haben Grönland besiedelt. Grönland war besiedlungsfähig. Man kann Ackerbau und Viehzucht betreiben in den südwestlichen Fjorden zur Davisstraße hin und dergleichen mehr. Also ich habe mir das vor ein paar Jahren mal angeguckt auf Grönland, also war im Hochmittelalter, als die Wikinger da siedeln, wesentlich wärmer als heute. Und damals gab es keine Industrien, da gab es keine Autofahrer, es gab auch keine Ziele, die ganze Wirtschaft zu dekarbonisieren. Stellen Sie mal vor, Sie dekarbonisieren die Nahrungswirtschaft, Mittelwirtschaft, da müssen Sie ja vorher die Pflanzen dekarbonisieren und dann sind Sie tot. Und dann stirbt alles auf der Erde, denn CO2 ist das wichtigste Nahrungsmittel für die grünen Pflanzen und auf den grünen Pflanzen basiert alles andere Leben auf der Erde. Ohne Pflanzen haben die Tiere keine Nahrung und die Menschen keine Nahrung. Also so idiotisch ist auch manchmal Weltpolitik und die Menschheit kann schon mal geistig abschalten und irgendwelchen Ideologien aufsitzen, die tödlich letztendlich enden. Und das hat ja auch der große Klimapapst in Potsdam, der Hans-Joachim Schellnhuber, auch in seinem Buch geschrieben, Selbstverbrennung, das kurz vor Paris, vor der Pariser Klimakonferenz veröffentlicht worden, so ein Schmarrn.
Und da schrieb er drin, also wenn wir wirklich Erfolg haben und das CO2 aus der Atmosphäre entfernen können, es gibt ja schon Städtebündnisse, CO2-freie Städtebündnisse und so, CO2-freies Europa wird von Grünen proklamiert und so weiter und so. Und er schreibt, wenn wir das wirklich schaffen, diese 0,04% aus der Atmosphäre zu erzielen, dann haben wir alles Leben vernichtet. Das ist der totale Genozid. Ja? Aber das ist Politik. Jedenfalls, nach den 53 Jahren hat der Orden aus dem Prussenland einen blühenden Staat gebaut. Der Ordensstaat war also vorbildlich, wurde zu schnell reich, damit ein Bürgertum befördert, das natürlich sich auch der Ordensherrschaft erziehen konnte. Das wiederum haben natürlich die Polen ausgenutzt und dann auch die Heirat mit dem litauischen Prinzen und von der polnischen Prinzessin, hat dann natürlich zu diesem Großreich geführt und dann kam es natürlich 1410 zur Schlacht von Tannenberg und damit war im Grunde genommen das Schicksal des Ordensstaates besiegelt. 1466 gab es dann noch einen Friedensschluss, dann gab es dann 1520 dann noch kriegerische Auseinandersetzungen, die aber dann dazu führten, dass der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, der hatte vorher dann Melanchthon und Luther kennengelernt, zum Protestantismus übergetreten ist und hat, wie gesagt, den Ordensstaat aufgelöst. Natürlich, da hat der Papst das gar nicht akzeptiert und dergleichen mehr, aber in der Politik und der Realität entscheidet immer die Macht, die vor Ort ist und nicht die Macht, die irgendwo tausende von Kilometern residiert und wo dann auch der Stalin zynisch gesagt hat, Papst, wo sind deine Legionen? Ich habe die Sowjetarmee und was hast du? So nach dem Motto. Jedenfalls ist dann 1525 der Ordensstaat ein weltliches Herzogtum geworden und wurde dann bekam der seine Selbstständigkeit als Lehen vom polnischen König übertragen. Ja, die weitere Geschichte möchte ich hier im Grunde genommen, ja, die möchte ich auf jeden Fall auslassen. Wichtig war mir zu zeigen, erstens, wie man an die Geschichte herangeht, wie man versuchen kann, mit einfachen Überlegungen gewisse Dinge zu rekonstruieren, was die Wiederbesiedlung angeht, was die Ströme der Menschen angeht. Wichtig war mir insbesondere eines der wichtigsten Argumente gegen uns und für die Eroberung und die Annektierung Ostpreußens aufzuführen. Das ist zwar, um das zu widerlegen, dass die Behauptung, die Prussen wären Slawen. Das ist in der Tat nicht wahr. Ja, und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.